In diesem Video geht es um den Wechsel eines Farbbandes des DIOS NetPrinter 3. Zuallererst öffnen wir den Printer. Anschließend öffnen wir den schwarzen Deckel und nehmen die erste obere Rolle heraus, sowie auch die untere. Dies geht ganz einfach mit einer seitlichen Bewegung nach rechts. Nun setzen wir das neue Farbband ein. Zuerst legen wir die leere Papprolle oben ein. Links und rechts an der Rollenhalterung befinden sich Nasen, in die Sie einrasten können. Nun wird auch die untere Farbrolle eingesetzt. Zum Schluss wird das Farbband noch einmal nach oben hin aufgerollt, sodass ein Druckvorgang direkt möglich wird. Man schließt den schwarzen Deckel wieder und den Drucker ebenfalls.